Sehr geehrte Damen und Herren, wann waren Sie eigentlich zum allerletzten Mal gemütlich in einem Café? Also ich war gestern erst noch im... Ja, liebe Frau Pagel, wir wissen alle, dass Sie keinen Tag auf Ihre Sahnetorte verzichten möchten. Aber ich hatte die Frage unseren Zuschauern gestellt. Liebes Fräulein von Hoppenstedt, sagen Sie nichts gegen meine Sahnetorten, sondern lieber, worum es eigentlich geht. Worum? Ach so, ja, natürlich. Also, wir beide... Fräulein von Hoppenstedt. Und Frau Pagel. Wir möchten Sie zur Filmpremiere einladen, unter dem Titel Drinnen Gemütlichkeit, draußen nur Kännchen. 166 Jahre Bonner Cafés. Ja, genau. Und weil es so schön ist, gibt es zu der Filmpremiere auch eine Sonderausstellung im Stadtmuseum Bonn. Sie wissen, das ist das Museum im Viktoria-Carré. Und wann? Nun, die Ausstellungseröffnung ist am 30. August. Tja, und die Filmpremiere, die ist dann am 1. September im Pfarrsaal Poppelsdorf. Sie sehen viele Exponate, also Geschirr, Möbel oder den Moor vom Café Hau. Ha, und außerdem zahllose Fotos und Ansichtskarten der alten Cafés. Ich sag's Ihnen, hunderte. Außerdem gibt's natürlich um die Schwarzwälder Kirschtorte aus Bad Godesberg. Oder um Beethovens Kaffeemaschine. Und im Film sehen Sie dann auch uns beide wieder. Genau. Und dann erzählen wir Ihnen ganz viel über die 70 alten Cafés, die es mal in Bonn gab. So, jetzt brauche ich aber mal meine Sahnetorte. Ach ja, und ein Käffchen dazu, ja. Da?